Weiter geht's in Mario & Rabbids Kingdom Battle. Im letzten Part hatten wir eine Schlacht in Kapitel 4.8. Nee, gar nicht eine Schlacht. Vier Schlachten. Vier Schlachten in einem Kapitel hatten wir noch nie. Hat mich ein bisschen überrascht und auch ein bisschen überfordert. Wir haben es geschafft, also alles gut. Trotzdem, es war schon heftig. Aber ich kann mir bei hinten jetzt erstmal die Statue holen. Damit kann ich den Weg versperren. Okay, aber ich komme jetzt zurück. Immerhin. Toll. Ah, jetzt komme ich aber auch hier hoch. Das war schon richtig, glaube ich. Jetzt auf dieses gelbe Podest stellen. Genau. Dann kann ich da oben den Block schieben. Und dann kann ich hier den großen Schalter betätigen. Der mir die Hälfte der Brücke bringt. Okay. Und die andere Hälfte kommt jetzt. Ich glaube, es sieht sehr nach Finale aus. Mhm. Ist das Finale von Mario & Rabbids Kingdom Battle? Ja, das ist das Bosskapitel. Das Bowsers Festung. Okay. Dann würde ich sagen, ab ins Finale. Mario kommt an mit Beepo, Rabbit Luigi und Luigi. Und Bowser Jr. ist auch hier. Ihr müsst meinem Papa helfen. Er hätte das Ding locker fertig gemacht, aber irgendwas ist mit ihm geschehen. Dann sind wir zu spät. Wir sollten in den Pilzpalast zurückkehren und unsere Kräfte sammeln. Nein, bitte, es tut mir leid wegen vorhin. Ich weiß, es ist alles meine Schuld, aber... Oh. Was ist das denn? Digital Bowser oder was? Nicht ganz so krass wie Wut Bowser, aber schon ziemlich cool. Mega Drachen Bowser, der ultimative Boss. Alles klar. Werden sehen. Besiege den Boss. Er sieht schon ziemlich krass aus. Valkyren sind auch dabei. Die stehen auch ziemlich gut. Und ich muss auch mit denen jetzt hierbei bleiben. Das ist natürlich ein bisschen doof. Wie weit kannst du laufen? Kann schon ganz gut laufen. Ja, dann würde ich sagen, erstmal hier so eine Dash-Reihe. Hä? Ich konnte doch viermal dashen, dachte ich. Das ist ja schade. Das ist auch gefährlich jetzt. Zweimal dashen reicht mir gar nicht. Das ist jetzt wirklich dumm. Ich weiß noch nicht, was dieser Bowser macht mit. Ich werde hier sicherlich einmal drauf gehen. Auch dass ich jetzt Luigi dabei habe, ist natürlich super schlecht. Vor allem sind es Valkyren, mit denen komme ich echt nicht klar. Dann machen wir mal so. Der Mine hier. Super, jetzt bin ich natürlich gar nicht mehr geschützt. Den besiege ich auf jeden Fall. Nice. Aus der Arena gekegelt.
Komm, Schwachmacher auf die eine Valkyrie, dann kann die nicht mehr so viel machen. Mario, ich würde sagen, du besiegst die andere Valkyrie nicht, aber klebst sie fest. Ja, das reicht mir. Ich bin gespannt, ob sich Bowser bewegt. Ja, er bewegt sich, nice. Das ist gerade richtig viel Schaden. Aber ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, das ist das Ende. Ja, es geht eigentlich. Und Bowser ist auch gleich besiegt, also das ist ein bisschen seltsam. Ich meine, er wird mehrere Phasen haben, ist klar. Genau, schießt du gegen den festen Eisenblock, den man gar nicht zerstören kann. Mario wird nicht getroffen, aber der Block zerbricht, verdammt. Und jetzt kommt natürlich Feuerschaden und Bowser hat die Schurkensicht. Uff. Das war jetzt schon ein bisschen blöd. So, Vampireffekt. Beide. Heile ich mich hier ein bisschen und verkrümel mich hier hin. Dann kann ich den da hinten nämlich treffen. Da bin ich hier sicher, ist die Frage. Und hier treffe ich halt nicht. Ich will natürlich auch hier vorne bleiben. Aber hier bin ich auch nicht sicher. Ich muss hoffen, dass das hier reicht. Ich bin ja auch wieder gut gehalten. Ja, wobei, so gut gar nicht. So, die Valkyrie besiegen, um Luigi zu schützen, denn Luigi hat ja halt die wenigsten KP. Okay. Super Barriere. Und fertig. Er kann auch alle anziehen. Das ist natürlich sehr schlecht. Ich meine, Luigi ist jetzt wieder geschützt. Ist das ein Hammerangriff jetzt, oder was? Nee, es ist eine Gatling. Mario, du bist jetzt gerade wirklich ziemlich fertig. Oh, hör doch auf Mario zu gehen. Das Problem ist jetzt, ich kann Mario nicht heilen. Ich kann zwar mit Rabbit Luigi die Valkyrie dashen, aber die ist dann sofort besiegt. Wobei ich auch mal eben gucken kann, was passiert, wenn ich den jetzt besiege. Er heilt sich, ja, das war klar. Und er darf angreifen. Der bewegt sich nur, okay. Tauchen neue Gegner auf? Er darf doch angreifen. Ach so, Lavaregen. Ja, natürlich auf Mario sofort. Und auf Luigi. Das mit Luigi ist nicht so schlimm, aber Mario ist gerade wirklich ziemlich im Eimer. Ja, Eisenblick auf jeden Fall. Ich komme doch nicht so weit, wie ich das eigentlich gerne wollte. Kann ich mit Mario mich zumindest verstecken? Luigi ist leider nicht sehr wirklich versteckt. Bowser werde ich nicht treffen, oder? Wenn ich springe, komme ich auch nicht wirklich weiter. Na gut. Dann Mario, geh du erstmal hier hinten hin. Wir müssen schauen, was wir jetzt machen. Dann besiege ich lieber hier. Ich hätte ihn doch auch einfach... Ich bin so dumm. Ich hätte ihn doch mit dem Dash treffen können. Ja, egal. Nee, ich habe mich schon bewegt, stimmt. Ja, gerne. Sind das Grobiane? Oder Verteidiger? Ich glaube Verteidiger. 164 ist nicht so viel.
Mehr kann ich aber auch gerade nicht machen. Schade. Kann er sich eigentlich unendlich weit bewegen? Nicht schon wieder auf Mario. Das fällt überall runter, oder? Oder kann zumindest überall runter. Jetzt kann er Mario treffen. Nee, kann er nicht. Okay. Das sind Verteidiger, okay. Bewegen die sich jetzt auch sofort? Nein. Das ist zumindest teilweise gut. Ich muss hier verschwinden. Ich bin tot. Ich kann mich nicht in Sicherheit bringen. Kampf ist echt hart. Mhm, nice. Das gibt Luigi ein bisschen Rückendeckung. Nicht sehr viel, aber ich nehme alles, was ich kriegen kann. Leider nicht. Von hier auch nicht. Wieso das denn? Aber von hier. Und dann mache ich das. Weil ich will mich auf jeden Fall jetzt zweimal an ihm heilen. Das ist, glaube ich, notwendig, damit Mario wieder wirklich stabil ist. Das reicht noch nicht mal. Aber ich besiege ihn sogar. Heldensicht. Und die Mine. So wollte ich das eigentlich nicht haben. Der klebt jetzt. Anderes besiegt. Beide sind besiegt. Dann ist es eigentlich so gut gelaufen, wie es nur geht. Okay. Luigi konnte ihn jetzt nicht angreifen. Ah ne, Mario hat ja auch die Heldensicht. Okay. Angst um Luigi. Protektor. Aha. Hinteffekt leider auf Rabbit Luigi, wobei das egal ist. Den klebe ich nicht fest, okay. Komme ich dran? Ja, perfekt. Aber hier komme ich nicht dran. Aber ich treffe ihn trotzdem. Das reicht jetzt leider nicht, weil er den Schaden auch Bowser weiterleitet. Oder weil Bowser sich den Schaden von ihm schnappt. Ist aber trotzdem in Ordnung. Besieg ihn jetzt trotzdem. Und Luigi sollte mit dem Eisenweg auch Bowser erreichen können. Okay. Am besten auch dreimal. Kritischer Treffer. Normaler Treffer. Kritischer Treffer, perfekt. Also gut. Guten Schaden gemacht. Ja, der Feuerschaden ist nicht so schlimm. Das Problem ist, ich habe dann keine Deckung mehr. Das ist echt nervig. Je nachdem, wo sie halt nach dem Feuerschaden landen.
Ich treffe... Was? Ich treffe... Bowser nicht? So. Zweite Phase ist besiegt. Er heilt sich wieder. Klar. Wieder in die Mitte. Okay. Dann stehe ich leider sehr falsch. Ich dachte, er wird wieder... Ja, das war jetzt dumm. Und er hat ein Schild, den ich aber zerbrechen kann. Naja, noch nicht. Aber irgendwann. Okay, Schwachmacher zielt anscheinend auf Bowser nicht. Dann halt die Superbarriere. Ach, ich hätte mich noch bewegen können mit Rabbit Luigi. Das war ja dumm. Na egal. Autsch. Ja, ich weiß. Du haust alles, was du hast. Das ist schon ein sehr harter Bowser-Kampf. Gobiane. Ach du Heilige. Geht das auf? Ach so. Nee, geht nicht auf. Komme ich mit dem Hasenfuß oder mit dem Leichtfuß? Ja, ich komme jetzt auf Rabbit Luigi. Perfekt. Trifft trotzdem nur einen. Das ist ja doof. Na gut, dann ist das halt so. Oder Moment mal. Blöd. Komm her. Ah, der war zu weit weg, oder? So dumm, was mache ich denn auch? Ist er gleich besiegt, das bringt mir auch nichts. Ja, wobei... Nee, so ist Quatsch. Oder? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin gerade richtig überfordert. Ich komme sowieso mit dem Sprung nicht drauf. Hier schon. Okay. Also, dann mache ich das jetzt so. Hier. Dann laufe ich hier hin. Vielleicht gönne ich mir die Rakete. Ja. Euer Schaden, nice. Wobei, jetzt kommt die, glaube ich, schon ganz schön nach. Mhm. So. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich mache auf jeden Fall nichts Gutes, glaube ich. Den muss ich besiegen. Der ist so nah an mir dran. Mario ist geheilt. Ich muss mir den Schwachmacher gönnen, weil ich glaube, Rabbit Luigi könnte sonst gleich sterben. Ohne ihn bin ich halt besiegt. Ich muss ihn gegen die Eisenblöcke hauen. Das ist doch gut zu wissen. Vor allem gehen die jetzt perfekt hier, um sie zu besiegen. Und ich kann jetzt auch endlich wieder Bowser angreifen. Nice. Ich kann hier halt wenig machen. So,
den Grobian habe ich jetzt sehr weit weggeworfen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich sollte eigentlich näher kommen, damit ich ihn mit Mario treffen kann. Aber ist nicht weiter schlimm. Eisenblick. Ich glaube, den Grobian kann ich jetzt wirklich vernachlässigen. Lieber die Zeit nutzen, die ich jetzt habe, um mit Mario anzugreifen, um Bowser anzugreifen. Heldensicht. Gut beenden. Sind alle relativ sicher. Dann komm her. Okay, die Heldensicht bringt gar nichts, wenn er sich so anwirbelt. Das wusste ich nicht. Dann waren jetzt natürlich Heldensicht und Eisenblick zusammen ein bisschen viel für diesen einen Grobian. War nicht notwendig. Normaler Treffer, schade. Vielleicht ein bisschen zurückbewegen. Aber es sieht ganz gut aus. Ob er noch eine vierte Phase haben wird, weiß ich nicht. Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr an diesen Kampf hier. Perfekt. Wir haben es geschafft, oder? Kritischer Treffer, nice. Kann Mario eigentlich mit dem Hammer angreifen? Ja, das geht. Und Bowser ist besiegt. Naja gut, er ist wieder der Alte. Und der Megabug-Drache haut ab. Aber nicht so wirklich. Nice. So, Spawny lebt. Ich schätze, jetzt stehe ich irgendwie in eurer Schuld. Ich hoffe, du hast daraus etwas gelernt. Genauer gesagt hoffe ich, wir haben alle etwas daraus gelernt. Wir sollten nicht mit Kräften spielen, die wir nicht verstehen. Nun, ich kann nicht versprechen, dass ich für immer auf der Seite der Guten stehen werde. Aber ich werde es versuchen. Ich habe schließlich meinen Papst vor einem großen, furchteinflößenden Drachenvieh gerettet. Ich schätze, ich bekomme eine ordentliche Abreibung, wenn er aufwacht. Denn ihr übernehmt die Verantwortung. Ich meine, er hasst Mario doch ohnehin schon, also... Ein verlockendes Angebot. Leider müssen wir in den Pilzpalast zurück, damit alle erfahren, dass die Gefahr gebannt ist. Ja, nun, dann bis zum nächsten Mal. Schlacht gewonnen. Ich war aber viel zu langsam. Schade. Wirklich bedauerlich. Naja, okay. Es gibt 60 Powerkugeln. Kampfzentrale, Laboratorium aktualisiert, Team-Rang-Aufstieg. Deine Helden haben jetzt mehr Kraftpunkte, 36 neue Waffen sind verfügbar. Wir können extra Münzen gewinnen in den Lavagrubenprüfungen. Und im Koop-Modus können wir jetzt auch in der Schlacht Eruption Korruption eine Kampagne spielen, okay. Oh, gut zu wissen. Ja, damit sollten wir jetzt eigentlich die Story von Mario und Rabbids durchhaben. Oh.
Und da ist eine Statue von Rabbit Peach. Ja, Peach und Rabbit Peach habe ich jetzt leider sehr wenig eingesetzt. Gerade für Peach tut es mir leid, weil... Na gut, wir können sie ja noch in den Prüfungen einsetzen. Aber es war schon so, ich habe Mario, Luigi... Rabbit Mario, Rabbit Luigi... Und die beiden Yoshis, die habe ich mehr verwendet. Und da sind die Credits. Wir haben es geschafft, Mario und Rabbids Kingdom Battle Story Modus abgeschlossen. Ein wirklich, wirklich gutes Crossover von Mario und den Rabbids. Macht groß Spaß und das Kampfsystem ist super, super komplex. Naja, gut, so krass jetzt auch nicht, aber man muss schon nachdenken. Hat mir ja gerade auch der Lavagrube gemerkt. Da brauchte ich wirklich, wirklich viele Versuche, um Sachen auch gut zu schaffen. Und selbst dann hat es nicht immer geklappt. Wir werden natürlich alle Kapitel noch zu 100% abschließen. Das werde ich wieder in einem Livestream machen, genauso wie wir auch die Prüfung in der Lavagrube in einem Livestream machen werden. Und mit dem Spiel ist es noch nicht vorbei, denn es gibt noch einen DLC und den werde ich natürlich auch spielen, ganz klar. Da freue ich mich schon drauf. Ich finde, es ist einer der besten DLCs für ein Spiel überhaupt. Einfach sehr gut gemacht und da freue ich mich einfach sehr drauf. Ich sehe jetzt auch gerade, dass die Credits natürlich wieder etwas hässlich geworden sind. Schade. Hatte ich auch im Hauptbildschirm, dass da ja die Capture Card nicht so wirklich hinterherkommt. Ich habe auch die übelsten Frame Drops gerade. Naja. Okay, also ich finde das Spiel wirklich gut. Jeder, der irgendwie Interesse an ja, so einem Spiel dieser Art hat, was dann auch noch mit Mario ist und den Rabbids, kann da ruhig zuschlagen. Es gibt da auch mittlerweile eine Gold-Edition von dem Spiel, wo auch der DLC sofort mit drin ist. Der DLC kommt, wie gesagt, noch. Ich denke, das werden auch nochmal so 10 Parts, weil das schon recht umfangreich ist. Ja. Und das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich würde die Credits ablaufen lassen und dann sehen wir uns das nächste Mal bei einem Stream mit der Lavagrube, den Kapiteln und Prüfungen. Ja, ich freue mich drauf. Bis dahin, wie immer, nur das Beste.
Wenn je irgendein Gerät in der Weltgeschichte mehr Schaden angerichtet hat, dann würde ich das gern wissen. Armer Beepo. Er kommt darauf, glaube ich, nicht klar, aber ja. Moment mal. Geschichte. Mit dieser Zeitmaschine könnte ich unsere früheren Ichs leichter machen, Spawny und das Pilzkönigreich zu retten. Moment. Was, wenn ich das schon getan habe? Was, wenn ich die ganze Zeit mein größter Fan war? Quatsch. Was für ein instabiler Egoist würde sich denn sowas, würde ich sie so sehr selbst loben. Obwohl, vielleicht sollte ich die Nachrichten wirklich an mein vergangenes Ich weiterleiten, nur für den Fall. Liebster Beepo, dessen Mut, Intelligenz und Mitgefühl und so weiter, den Rest kopiere ich. Erleuchtendes Vorbild für uns alle sind. Falls mein Timing stimmt, brauchst du dringend Hilfe. Ich hab's. ZB für zukünftiger Beepo, nämlich als Dingens. Oh, halt, ich hab den Anhang vergessen. Genau, pack ein paar Waffen rein. Ja. Und so erfahren wir, wer uns die ganze Zeit unterstützt hat. Sehr interessant. Aber wenn ich darüber nachdenke, vielleicht sollte ich es lieber lassen. Man weiß ja nie, welche unerwünschte Konsequenz so etwas haben kann. Ich glaube, dafür ist es zu spät, Beepo. Naja, was soll schon schief gehen?